Servus und herzlich willkommen auf Tumpfis Kanal. In dem Video, um was geht es, im Titel wird es schon gelesen haben, genau um die Wolfwaage, die was jetzt dann da, vielleicht seht ihr es, unter dieses Volk kommt. Also dranbleiben lohnt sich. Also ich würde sagen, ich packe jetzt die Sachen aus. Da in den Karton, da ist die Wolfwaage drin und da die dazugehörige Wetterstation. Das ist auch die ja, neueste, was der Wolf jetzt hat, die Wolfwagen, die 7-in-1 Wetterstation, die was auch mit einem kleinen Solarpanel, also stromautark ist. Ja, und ich glaube, ich hole euch da am besten in eine Nahaufnahme, wenn wir das da jetzt gemeinsam auspacken. Also fahren wir mit der Wetterstation an. Ich habe natürlich schon reingeschaut, voller Neugierde. Also die Batterien, die sind jetzt extra dazu gekauft. Ihr braucht da für die Wetterstation dreimal AA-Batterien, aber keine aufladbaren, also wirklich normale Batterien. Das ist wirklich nur für Notfall, falls das Solarpanel zu wenig Strom liefern sollte, dass von den Batterien zieht. Das dürfen keine Akkus, also keine wiederaufladbaren sein. Also da schon qualitativ gute Batterien nehmen, würde ich mal sagen. Dann eine Beschreibung ist natürlich dabei, in alle Sprachen. Habe ich natürlich auch schon alles durchgelesen. Die ganzen Installationen, wo man Batterien und so weiter reingibt. Dann haben wir da die ganzen Beschreibungen. Das Ganze war natürlich auch eingetütet. Ich habe das schon ausgepackt. Ja, dann haben wir die Halterung für die ja, Wetterstation. Die werde ich aber jetzt nicht benutzen. Bei mir kommt die Wetterstation direkt auf einen Holzmast am Bienenhaus. Aber da könnte man eben auch separat, wenn man irgendwo eine Säule hat, anschrauben die Halterung. Oder man spackst den Flansch gleich direkt wo an. Und da oben wird dann die Wetterstation montiert. So. Und so, da haben wir das Schätzchen. Die Wetterstation, da mit dem Solarpanel, mit dem kleinen. Und da haben wir dann die Aufnahme, das kann man auseinanderschrauben, wo man dann im Prinzip den Halter auf montieren könnte. Oder man montiert es dann direkt auf eine Säule, Stange etc. Da ist dann der Regensensor, das ist so ein kleines Löffelchen, was sich immer anfühlt. Und dass der Regen da schön reingebracht wird. Kommt da einfach nur der ja, Trichter rauf. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Also die Wetterstation ist im Prinzip schon zusammengebaut. Nur mehr der Trichter drauf, dann anschrauben an die Säule etc. Und da ist noch ein Sackerl mit Schrauben, Befestigungsmaterial. Ja, und das war's schon mit der Wetterstation. So, und jetzt die Wolfwaage selbst. Wird so super verpackt geliefert in einem Karton, alles stabil verpackt. Dann hat man einen Zettel dabei mit der, ja, es ist das Aktivierungsblatt für die Online-Software. Da habt ihr einen Code drauf, den braucht ihr zum Online-Registrieren von der Waage. Und dann ist auch dabei die Bedienungsanleitung. Habe ich natürlich schon durchgelesen, schon studiert. Die ganzen einzelnen Schritte sind da gut beschrieben. Also für jeden eigentlich verständlich. Auch ganz wichtig. Dann haben wir da die Deckplatte. Hier wird so die Plattengröße für eine normale Beute, also für 10er Beute, kein Tatant. Dann für Zander oder bei mir ist österreichische Breitwabe. Auch schön da. Mit Wolfwagen-Symbol. Und dann sehen wir da schon die Waage selbst. Was haben wir da jetzt alles dabei? Oder was habe ich da jetzt alles dabei? Ich habe ein Solarpanel. Das, was die, das kann man eigentlich dauerhaft anschließen an die Wolfwaage. Dass der Akku immer wieder
geladen wird. Kann auch immer angesteckt bleiben. Ansonsten hat man ja die Möglichkeit, dass man die Waage, den Akku auflädt über so ein Ladekabel. Das ist jetzt da dabei. Da kann man, das wird dann angesteckt eben ans, ja, an die Steuereinheit und da über USB dann an eine Powerbank oder. Also da kann man den Akku auch aufladen, wenn man sieht, er wird schon schwächer, wenn man jetzt das Solarpanel nicht dabei hat. Dann habe ich noch Standfuß mit Erdspieß für dieses Solarpanel. Dann eine Antenne, die was ja dann da an einen Rahmen mittels Magnet angebracht wird. Oder wenn man einen schlechteren Empfang hat, kann man es aufs Dach geben von der Bienenbeute. Ja, da habe ich das Anschlusskabel für die fürs Solarpanel. Das kommt dann da drauf. Grüner Stecker in grüne Steckdose, eh logisch. Kommt dann da rein und da wird dann das Panel angeschraubt. Ja, und das ist dann die Waage überhaupt. Ups. Alles richtig schön massiv. Dann da die Rückseite eben mit den Schlüsseln für Wartungsmodus und Inbetriebnahme. Der nächste Schritt ist jetzt da einmal am Bienenhaus die Wetterstation zu montieren. Vorher kommen noch die Batterien rein, dass das schon alles an Ort und Stelle ist, der Sensor. Die verbindet sich dann automatisch mit der Wolfwaage, sobald ich ja, den Schlüssel auf einschalte. Ja, und die Waage, da kommen jetzt dann noch die Antenne drauf und das Solarkabel schließe an. Und dann kommt es unter dieses Volk. Daneben habe ich ja schon meine selbstgebaute Honeybee-Waage. Und dann kommt da unter dieses Volk eben die Wolfwaage. In dem Volk, da habe ich auch eine ja, Reinzuchtkönigin vom Sebastian von Zülow. Also ist sicher auch interessant, dieses Volk da dann mittels Wolfwaage zu verfolgen. Aber jetzt nicht laut quatschen. Jetzt geben wir Gas, dass wir da endlich online kommen. Jetzt gehen wir als erstes einmal Batterien rein. Die vorher von mir gezeigten, das waren AAA. Also es gehören AAA rein. Also die normale Größe. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Deckel wieder zuschrauben. So. Dann gehen wir gleich einmal die Folie runter vom Solarpanel. Das werden wir uns dann jetzt auch noch ein bisschen einstellen, so wie es gehört. Und jetzt kann ich die gleich rauf montieren. Was natürlich auch wichtig ist beim Anbringen von der Wetterstation: Norden. Also, ihr müsst wissen, wo die Windrichtungen sind, dass das Ganze richtig funktioniert. Bei mir ist Norden in die Richtung, Süden in die, wo das Solarpanel dann hingehört. Also schaut, Markierung beachten, Windrichtung beachten. Da ist die Halterung eben für den Pflock. Da schraubt man einfach auf, dass das auseinander geht. Ja, und wenn das weit genug auftritt ist, einfach auf die Säule montieren oder auf den mitgelieferten Halter. Ja, dann schraubt man das Ganze einfach wieder fest, dass das schön befestigt ist, dass da nichts passieren kann. Weil das steht ja dann doch mitten im Wind. Aber wie ihr seht, fest, aber nicht zu fest. Wer noch fest kommt ab. So. Perfekt. Und die Wetterstation ist jetzt da schon auf dem Posten montiert. Und jetzt da einfach ans Häuschen ran. So, Wetterstation ist befestigt und dreht sich schon im Wind. Jetzt geht's weiter. Waage. Jetzt kommt die Waage dran. Als erstes die Antenne. Die hat da einen Magnet. Da ist auch vorbereitet eine Scheibe, wo man die fixieren kann. Ich werde jetzt einmal das Kabel noch aufgerollt lassen.
und die Antenne wird da einfach angeschraubt, handfest, also nicht mit einem Schraubenschlüssel herumwerken drauf, sondern handfest wird reichen. Die nächsten zwei Anschlüsse, da hätten wir eben den roten Anschluss für den Brutraumsensor, für den kabelgebundenen, oder das Kabel da zum Anstecken, wenn man mittels Powerbank den Akku einmal aufladen soll. Also den Brutraumsensor habe ich jetzt gerade nicht da, der wird mir nachgesendet. Und ich schließe da jetzt noch an das Kabel fürs Solarpanel, dass der Akku von der Waage immer wieder geladen wird. Also ich brauche da nicht irgendwann mit einer Powerbank herkommen. Und das heißt, da fahre ich einmal durch den Stecker und da haben wir eine weiße Markierung, genauso wie da oben. Das heißt, der Stecker kehrt da so rein, kann man ganz locker reinstecken, ohne Gewalt. Und das andere Ende des Kabels kommt ans Solarpanel, wird einfach angesteckt, Überwurfmutter festziehen, dass der Stecker nicht rausgeht. Und man kann das Solarpanel dann gleich irgendwo montieren mittels den Standfuß. Wenn man das jetzt alles erledigt hat, sprich Antenne ist angeschlossen, in meinem Fall Solarpanel, Stromversorgung und Brutraumsensor, dann würde ich sagen, kann man das Ganze mal aufschrauben, weil die Waage kehrt natürlich auch eingeschalten. Aber ganz wichtig, der Schlüssel ist noch immer im Wartungsmodus. Der wird erst umgedreht, wenn das Ganze dann unterm Volk steht. Das sind jetzt da einfach vier Schlitzschrauben. Ich sehe auch schon, die LEDs reagieren schon. Tatsächlich kommt jetzt sogar noch die Sonne raus, also was will man mehr? Die jetzt fast nicht mehr glaubt. Ja, und dann im Prinzip, soweit ich das verstanden habe, SIM-Karte ist ja alles schon drinnen, einfach auf On. Jetzt ist das einmal eingeschalten, aber trotzdem noch im Wartungsmodus wegen den Schlüsseln und dann wieder einfach Deckel zuschrauben. Am Schluss kann dann jetzt noch die Abdeckplatte drauf. So, schön mittig drauf sitzen und jetzt ist es soweit, Freunde. Das Volk kann jetzt auf die Waage und dann heißt es mittels Schlüssel zünden. Und zu guter Letzt Zündung. Waage ist scharf gestellt. Es ist geschafft. Sogar die Sonne schaut jetzt raus. Also wie bestellt. Die Waage unter dem Volk platziert. Wetterstation, alles dort, wo es hingehört. Jetzt heißt es nur mal gespannt auf die Daten warten. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo da. Ich würde mich freuen. Ich sage danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.